Wir hatten früher im, oder mit 16 habe ich das Tauchen begonnen und war 2 Jahre lang Hobbytaucher. Habe dann mit 18 irgendwann die Ausbildung zum Tauchlehrer gemacht und wir wollten uns taucherisch selbstständig machen. Und dann war eben die Frage, wo zieht es uns hin? Deutschland war es immer nur möglich, das Ganze ja, semi-professionell quasi zu betreiben. Und wir wollten eigentlich direkt wohin, wo man das Ganze ja voll durchtauchen kann und das richtig professionell betreiben. Da wir früher oftmals in der Türkei, Mittelmeer sowie auch im Roten Meer getaucht sind, war für uns das Rote Meer das Maß aller Dinge. Farbenpracht, Fischreichtum, eins der besten Meere der Welt. Und somit stand die Entscheidung eigentlich recht leicht, dass Ägypten unsere Zukunft sein wird. Nur fanden wir die Holzsegler, die damals in der Türkei gebaut waren, recht ansehnlich und wollten beides ein bisschen verbinden, indem wir einen Segler aus der Türkei nach Ägypten einführen und quasi Segelturns mit Tauchen anbieten. Die politische Lage früher, sowie auch das Government, hat das Ganze recht unterbunden, fremde Schiffe nach Ägypten einzuführen und die Lizenzvergabe war schlichtweg unmöglich. Und somit haben wir die Tauchsafaris als erstes hinten angestellt und haben mit Tauchschulen begonnen. Das Ganze war 1996, wo wir nach Sharm el-Sheikh kamen, haben damals hier eine Tauchbasis übernommen und haben somit das Tauchgeschäft gestartet.